ich je beim Madden ausraste? Nee, eigentlich nicht. Wollen die mich komplett verarschen, Digga? Ich bin raus, Alter! Achtung, dieses Video ist nicht für Leute geeignet, die ein Problem mit emotionalen Reaktionen auf Madden NFL 21 Games haben. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf Easy Money. Ich bin nach wie vor ein bisschen angeschlagen. Manche von euch haben es in der Instagram-Story mitbekommen. Ich hatte am Freitag meine zweite Impfung. Nee, Moment mal, am Donnerstag. Und alter Scholli, heute ist Samstag. Geht's mittlerweile ein bisschen besser, aber die Nacht danach, Junge, und auch Freitag ging's mir sowas von dreckig. Deswegen bin ich echt froh, dass es mir mittlerweile ein bisschen besser geht. Und genau deswegen jumpen wir heute auch endlich mal wieder in eine Franchise-Folge. Ich weiß, es ist schon wieder ewig her, dass eine Folge kam. Und um ehrlich zu sein, war ich auch gar nicht mehr so heiß darauf, diese Franchise weiterzuspielen. Aber unter dem letzten Video haben mehrere Leute gefragt, ey, wann kommt mal wieder Franchise und so weiter. Deswegen dachte ich, okay, ganz ehrlich, wenn Leute das trotzdem noch feiern so, dann mache ich die Videos auch, wenn die nicht viele Aufrufe kriegen oder sowas. Egal, es gibt Leute, die Franchise feiern, die sich darauf freuen auf die Videos, deswegen mache ich die weiter. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin schon sehr gehypt auf Madden 22 und da wird auf jeden Fall wieder natürlich auch eine Franchise am Start sein. Eventuell sogar eine Connected Franchise, also eine Community Franchise. Aber lasst euch überraschen. So Leute, wir haben einige Messages hier. Frustrated Receiver als erstes mal von Terry McLaurin. Coach, it's been quiet for me out there on the field. Can you get me more involved in the offense this week? No promises. Ich sag, get him involved. Also ich verspreche ihm jetzt, dass wir ihn mehr anspielen werden in diesem nächsten Spiel. Wir haben die Schwierigkeit runtergestellt, falls ihr euch erinnern könnt, weil das auf All Madden irgendwie nicht so viel gebracht hat. Wir sind jetzt auf All Pro, soweit ich weiß. 5 Touches oder 100 Yards, okay, das kriegen wir hoffentlich hin. Terry McLaurin ist mit Abstand unser bester Receiver, deswegen ich will nicht, dass er frustriert ist. Dann haben wir hier William Jackson, der dritte, Stop the Losing Streak. Wer war bei uns bisher am kritischsten, wer hat am schlechtesten gespielt? Die D-Line eigentlich, die hat so gut wie keine Sacks bekommen, also... Die muss auf jeden Fall mehr Pressure aufbauen. Plus 10 Moral für alle Defensive Linemen. Immerhin. Get 3 Sacks against the Rams. Das wird nicht passieren, glaube ich. Aber egal, wir probieren unser Bestes. So, jetzt haben wir hier tatsächlich einen Breakout-Player. Ich bin sehr gespannt. How do you feel about Antonio Gibson's last game? We worked hard to get the ball in his hands and I think he did some pretty impressive things with it. I never thought of him as a franchise back, but you know what? Let's see what he can do against Los Angeles. If we give him the opportunity, I bet he'll surprise us. Okay, get Antonio Gibson 3 Touchdowns oder 150 Yards. 3 Touchdowns oder 150 Yards? Schwierig, aber wir werden es probieren. Das heißt, wir müssen schon mal 3 Sacks bekommen. Wir sollen Terry McLaurin mindestens 5-mal anspielen oder 100 Yards ihm geben. Und... wir sollen Gibson 3 Touchdowns geben oder 150 Yards. Das wird nicht einfach, Leute, aber das könnte auch ein ultra krankes Spiel für diese Franchise hier werden. Wenn wir die ganzen Sachen schaffen, Alter, dann ist es auf jeden Fall nice. So, wir haben Players ready to negotiate. Ryan Kerrigan, Adam Humphries und Daryl Roberts. Roberts, 75er, 29 Jahre alter Cornerback. Ach so, was haltet ihr übrigens von dieser Greenscreen-Sache hier? Also ich finde es eigentlich ganz geil. Lasst mich mal unten in den Kommentaren wissen, wie ihr das findet. Roberts ist momentan unser dritter Cornerback, aber nur ein Punkt besser als Jimmy. Und Jimmy ist noch sehr jung. Also Roberts zu behalten ist vielleicht gar nicht mal das Allerschlauste. Wobei er aber auch ziemlich günstig ist. 3,5 für ein Jahr. 92 Speed immerhin. Muss ich nochmal überlegen. Humphries? Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass wir den behalten werden. Achso, Humphries ist ja genauso eine Sache wie mit Curtis Samuel, wo wir eigentlich erstmal nachgucken müssen, was er in echt für einen Vertrag hat. Er hat in echt einen Einjahresvertrag über 1,19 Millionen. Davon sind aber 150.000 Signing-Bonus. Das heißt, er müsste 1,04 hier haben, ne? Genau, dann haben wir insgesamt 1,19 Cap-Hit. Okay, das heißt, der ist sogar teurer, als er hier eigentlich war. Das ist nicht gut für uns. Und dann müssen wir Samuel nochmal anpassen. Das hatten wir letztes Mal falsch gemacht. Und zwar hat der einen Signing-Bonus von 12.000 und insgesamt 34.500. Also hier nicht 34.5, sondern 22.5 Millionen. Und das mit dem Signing-Bonus zusammen sind dann 34.5 Millionen, wenn mich meine Mathe-Skills gerade nicht komplett hängen lassen. Mir ist auch gerade sehr heiß. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie immer noch so ein bisschen Restfieber habe oder irgendwie sowas, aber ich hoffe mal, dass ich das jetzt hier gerade alles nicht komplett verkacke. So. 22,5 plus 12 sind 34,5. Ja, so passt es auf jeden Fall. Juli, dann ist der auf jeden Fall deutlich günstiger, als wir eigentlich hatten. Und wenn wir uns unsere Receiver angucken,
Dann, was ist denn hier los? Savings 0, Penalty 0? Sehr, sehr merkwürdig, aber okay. Ob wir Humphreys wirklich für 18 Millionen oder so verlängern, weiß ich nicht. Also, so geil ist er jetzt nicht, ne? Und wir haben dahinter Steven Sims. Also, ich weiß nicht. Krass, dass McLaurin schon 90er ist. So, College Player scouten. Wir scouten erstmal allgemein O-Line weiter, gucken mal, ob es hier irgendwas gibt. Das sieht alles sehr schlecht aus bisher. Alter Schwede, ey. Was ist das für eine O-Line-Klasse hier in dieser Draft Class? Terrible, Junge. Absolut terrible. Oh, Upgrade-Player ist immer sehr, sehr wichtig. Cam Newton bekommt ein Upgrade. Okay. Nice, Digga. Das ist auf jeden Fall wichtig. Scrambler. Wilde Frisur auf jeden Fall. 77er ist er jetzt. Break Sack, Throw Accuracy, Medium, Throw Power. Ich weiß nicht genau, was das mit Scramble zu tun hat, aber okay. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, jumpen wir ins Game rein. Wie gesagt, die Schwierigkeitsstufe ist jetzt runtergesetzt. Wenn wir hier trotzdem verlieren, raste ich aus, Alter. Wir spielen natürlich das Full Game. Ich bin sehr gespannt. Also, wir haben ein Breakout-Game mit Antonio Gibson. Wir sollen unbedingt Terry McLaurin 5 Touches oder 100 Yards geben. Wir sollen 3 Sacks holen. Also, es wird so ein richtiges krasses Spiel. Alter, Ramsey hat einen 98er Overall. Junge, Junge, Junge. So, Leute, wir spielen zu Hause, deswegen natürlich auch das rote Jersey, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Ich bin ein wenig aufgeregt. Wir haben lange nicht mehr gespielt. Das ist jetzt schon wieder 2 Wochen her oder so. An alle Leute, die die Franchise feiern, tut mir auch wirklich leid, Alter. Aber ich war krank, dann hatte ich keinen Bock, dann hatte ich die Impfung. Dann so, jetzt habe ich halt, ja, bin ich halt so langsam wieder ein bisschen fit. Deswegen dachte ich mir, okay, komm, machen wir mal. Wir brauchen Sacks, Alter. Wir brauchen Sacks. Defense, let's go. Mal sehen. Kann ich überhaupt noch spielen, Alter? Weiß ich überhaupt noch, wie dieses Spiel funktioniert? Alter, warum bewegt sich Jamin Davis so krass langsam? Aber da hatten wir schon mal fast den ersten Sack. Hat zwar ein bisschen lange gedauert, bis die D-Line durchgekommen ist, aber immerhin. So, 2. und 10. Wichtig, wichtig, wichtig. Hier sind wir. Okay, das nehme ich. Oh, komm schon! Dann dachte ich, okay, die kriegen da vielleicht 3 Yards oder so und dann auf einmal ein First Down, weil Cam Akers, keine Ahnung, wie krass abgeht. Ist auf jeden Fall nervig, aber da muss meine Defense einfach lernen zu tackeln, ne? Das ist auf jeden Fall Schuld der Defense. Ah, da war ich fast, Junge, schade. Ach Mann, Junge, ich bin so schlecht im Tackeln, Digga. Ich hechte einfach daneben und er bekommt das First Down. Alter, die haben bisher noch keinen einzigen Pass gemacht. Fetter Hit von Jamin, keinen einzigen Run gemacht. Fetter Hit von Jamin Davis hier gerade, das war nice. Aber Rams rasieren uns bisher schon wieder, muss man ehrlich so sagen. Gefällt mir jetzt eher nicht. Digga. First and 10, wir haben einen Blitz am Start und diesmal rennen sie den Ball. Cam Akers macht hier wieder gute Yards, Alter. Yup, Jamin Davis. Yep, 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 yep. Renn, Baby, renn, Baby, renn, Baby. Ja, yeah, das ist ein Pick 6, oder? Da kommt keiner mehr ran. Jamin Davis, du geiler Hund, Alter. Let's go. Let's go, Junge. Pick 6 für den Rookie Jamin Davis, Alter. Nice. So, Leute, ich probiere es ein bisschen mehr zu blitzen, wobei das hier sowieso nach einem Lauf aussieht. Wir müssen unbedingt einen Sack bekommen. Eigentlich sogar 3 Sacks, aber man muss ja mit irgendwie was anfangen. So, wir machen jetzt Full Blitz und Man Coverage. Mal gucken, wie das laufen wird. Ah, Mann, ey. Screen. Der wurde fast gesackt. Okay, let's go. Ah, First Down nochmal gerade so verhindert. Jetzt haben sie einen 3. und 1. Sehr, sehr, sehr wichtiges Play. Mal sehen, ob sie hier converten können oder ob wir standhalten. 3. und 1 ist auf jeden Fall nicht leicht. Für uns. Ah, das gibt's nicht. Mann, ey, Junge. So, Leute, und jetzt ist das erste Viertel schon fast vorbei und wir hatten noch keine einzige Chance in der Offense irgendwas zu reißen. Guter Hit von Jamin Davis. Das gibt es nicht. Warum sind denn da überall so Lücken die ganze Zeit? Bro, wir brauchen den Ball in der Offense. So, wir müssen hier unsere Touches mit McLaurin machen und unser Gibson-Ding. Und außerdem brauchen wir in der Defense Sacks. Alter, ey, das gibt's wirklich nicht, ne? Digga, die Rams zerstören uns einfach. Also, ja klar, okay, wir hatten den Pick 6, wir führen hier, aber Junge, was ist denn los? Run, 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 run. Sehr gut. Nice.
Bro, wir brauchen ein Sack. Nice Hit, Junge. Let's go, Kenny Fuller. Injury Timer für Montez Sweat. Geile Nummer, Junge. Bro, eine Injury für Montez Sweat. Können wir sowas von überhaupt nicht gebrauchen. Es ist geil, dass unsere Defense hier standgehalten hat, aber lieber hätte ich hier einen Touchdown kassiert und dafür keine Injury, als ein Field Goal und eine Injury für Montez Sweat. Das können wir wirklich gar nicht gebrauchen. Ich hoffe, der kommt zurück in dem Spiel und es ist nichts Ernstes. So, jetzt bekommen wir endlich mal den Ball in der Offense. Und werden jetzt auf jeden Fall, oh, gutes Tackle, gucken müssen, dass wir hier mit Gibson und McLaurin rasieren. So, wir werden anfangen mit einem Lauf über Gibson. Ja, es geht so. Wir laufen direkt nochmal hinterher mit Samus Race als Vorblocker. Das kann ja eigentlich nur gut laufen. Ja, Samus Race mit einem geilen Block, Alter. Let's go. Nice. Wir gehen mal noch Huddle, weil die Zeit rennt uns davon, Alter. Wir haben wirklich nicht viel, was wir hier irgendwie machen können. Nicer Fake. Renn doch Gibson, Alter. Er braucht ewig, um zu beschleunigen. Aber das sind ein paar Yards. Nehme ich. Mal gucken. Oh, wirf! Alter. Dritter und fünf. Wir probieren es mit einem Screen Pass auf Gibson. Ah, da gehen wir aber dafür. Wir gehen dafür No Huddle, direkt No Huddle. Da gehen wir sowas von für. Wir probieren es hier mit einem kleinen Lauf. Ab durch die Mitte. Wow! Der Cornerback kommt durchgeschossen für das Tackle for Loss, Alter. Wow! Dazu kann ich einfach nur wow sagen, Digga. Was war das denn, Alter? Junge, Junge, Junge. Und er schmeißt sich einfach hin! Ey, Madden. Es reicht schon wieder gerade. Ja! Endlich mal ein Sack, let's go. Montez Sweat ist wieder drin und holt den Sack. Let's go, Alter. Okay, dritter und 14, wichtiges Play, wenn wir hier stoppen können. Boah, das ist gerade so gestoppt, Alter, Junge. Wir nehmen mal eine Timeout jetzt. Sie wollen hier das Field Goal nehmen. Damit würde es dann 7-6 stehen. Und wir haben hier nochmal knapp unter 2 Minuten Zeit, um einen schönen Drive hinzulegen, wo wir jetzt hoffentlich mal ein bisschen mehr mit Gibson und McLaurin machen können. Oh! Yo! Was? Let's go, Alter! Junge, das habe ich auch noch nie geschafft in einem Franchise-Video, einfach ein Kick-Return-Touchdown, Digga! Okay, Curtis Samuel, bruh! Let's go! Das war nice, Digga, das war sexy. Einfach durchgerannt. Ich habe erst gar nicht kommentiert, aber ich dachte so, ja, okay, Kick-Return hier, ganz normal, 10 Yards oder so. Auf einmal rennt der durch, Alter. Okay, das ist jetzt zwar auf der einen Seite geil, aber auf der anderen Seite haben wir jetzt wieder nichts mit Gibson und McLaurin gemacht. Und es ist gleich Halbzeit. Also, wir müssen in der zweiten Hälfte sowas von maximal mit der Offense aufdrehen, wenn wir hier noch irgendwie was machen wollen. Es wird sehr schwer. Komm schon, D-Line holt einen Sack. Ah, das ist gute Defense, nehme ich. Damit kann ich leben. 2 Yards nur zugelassen. Wir gehen noch Huddle. Ich hatte keine Zeit für meine Adjustments. Nein! Oh, Junge, das gibt's nicht, Alter. Ja, damit kann ich leben. Er bleibt inbounds. Zeit tickt, beziehungsweise sie müssen eine Timeout nehmen. 2. und 8. Mal sehen. Running back. Boah! Das war ein starker Read, Alter. Sobald ich runtergecuttet bin, hat er den Pass dann nach oben geworfen. Das war stark. Sieht natürlich hart nach Run aus. Ist aber keiner. Okay, das war's. Wir werden hier keinen Play mehr kriegen. Wir haben Stand gehalten. Sehr gut. Okay, Halbzeit. Wir müssen jetzt mit der Offense aufdrehen, Digga. Ansonsten wird es hier überhaupt nichts mehr. Oder vielleicht wieder ein Kick-Return-Touchdown. Nein. Nehme ich McLaurin mit einem sexy Spin-Move, Alter, let's go. Das ist das, was wir brauchen. McLaurin und Gibson. Sonst nix. McLaurin und Gibson. Let's go. Dann nehme ich doch Gibson hier. Ja. Oh, er kämpft sich nochmal mindestens 3-4 Yards extra durch. Sehr schön gemacht. Vielleicht ein kleiner Screen Pass auf den Running Back. Das wäre doch was Schönes.
Ja. Boah, Alter, Ramsey mit einem todesstarken Play. Ja, nehme ich. Sind ein paar Yards für McLaurin. Dritter und Inches, wir probieren hier zu laufen. Ja, easy. Nice. Ah, mir ist gerade aufgefallen, wir müssen ja mit McLaurin gar nicht unbedingt 100 Yards kriegen, sondern es reicht ja, die 5 Touches zu bekommen. Und da war so ein schöner Block von der O-Line, da wäre es wirklich schön gewesen, wenn wir hier für den Touchdown hätten rennen können. Hat leider nicht ganz geklappt. Mal sehen, wie das hier läuft. Ah, fast, Alter. Wir sind an der 1. Boah, ey, die machen alles zu. Und vor allem, ey, die haben Gibson rausgenommen. Sag mal, wie hohl kann man denn sein? Dann müssen wir eine Timeout nehmen, Digga. Das bringt jetzt gar nichts, einen Touchdown mit irgendjemand anderem als Gibson zu machen. Die machen alles in der Mitte zu, Junge. Das wird so schwer. Boah, das gibt es nicht. Komm schon, Mann. Third and goal, wir probieren es mit einem Toss. Bitte. Yep, let's go. Let's go. Erster Touchdown für Gibson. 2 braucht er noch. Es ist theoretisch machbar. Wir müssen aber mit der Defense auch einfach mal irgendwie schneller die Rams stoppen, ne? Ansonsten ist es halt auch hohl, weil dann verschwendet die Rams-Offense immer viel zu viel Zeit. Und deswegen, Leute, sage ich euch ehrlich, werden wir jetzt ein bisschen aggressiver spielen und risikoreicher mit mehr Blitzen und so, weil selbst wenn sie dann schnell scoren oder so, okay, ist halt blöd, aber dafür kriegen wir den Ball schnell zurück. Und wir führen jetzt gerade mit 2 Touchdowns, von daher ist es dann auch nicht ganz so schlimm. Vor allem, weil ich denke, wir haben das Spiel relativ gut unter Kontrolle, zumindest was das Offensive angeht. Nicht so mega einfach, aber auch nicht mega krank schwer, sodass es unmöglich ist. Und genau das ist doch das, was wir wollten. Da hätte ich fast den Pick gehabt, Alter. Ein Pick wäre jetzt natürlich auch richtig nice gewesen. Dritter und 1, läuft den Ball. Ach, Kacke, Mann. Digga, Payne, come on. Ich weiß, du bist ein Defensive Tackle, aber Digga, der war genau auf dich geworfen. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Jetzt haben sie einen 3. und 5 oder so. 3. und 6 sogar. Okay, sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Digga, wollt ihr mich verarschen? Wir sind im 4. Viertel angekommen. Ich spiele jetzt super aggressiv. Full Blitz, Man Coverage. Ja, ist klar, dass dann auch sowas mal passiert. Aber ey, dann nimm die vielen Yards, mach den Touchdown, Alter. Aber wir brauchen den Ball zurück, Digga. Wir schaffen uns das Breakout-Game nicht. Und McLaurin wird frustriert sein. Und das ist halt auch richtig kacke. Alter, was ein Play-Action. Das ist so ein starker Catch, Digga. Cooper Kupp, so ein Biest. Haben wir weggeworfen. Lieber als den Sack zu nehmen, Alter. So, ich hoffe, wir können den Bubble-Screen hier auf McLaurin anbringen. Ja. Yeah, McLaurin! Du geiler Typ, Alter. Sam ist Race als Vorblocker. Ich hoffe, wir können hier ordentlich Yards mit Gibson holen. Ja, immerhin, das ist okay. Wir gehen no huddle. Weil, ganz ehrlich, wir brauchen mindestens noch 2 offensive Drives, Digga. Ansonsten war es das mit der Challenge für Gibson. Ja, let's go! Let's go, let's go, let's go. Das ist genau das, was wir brauchen. Und ins Ausgegangen. Sehr schön, Alter. Und der Lauf hier könnte eventuell richtig dick werden. Ja, ja, ja. Sehr schön, let's go. Ja, Mann, sehr schön, Alter. Sehr, sehr schön. Genau so, Junge. Okay, wir brauchen jetzt einen Running Touchdown. Nein, McKissick ist wieder drin. Komm schon, Digga. Ist McLaurin überhaupt drin? Nein, ist er auch nicht. Ey, sorry, aber wie kann man so lost sein? Okay, wir sind immerhin an der 3. Wenn wir jetzt Gibson drin haben, können wir ganz entspannt eventuell den Touchdown erlaufen. Okay, die stehen jetzt nicht so mega in die Mitte. Das sieht ein bisschen kritisch aus. Ah, let's go! Yes, baby, let's go! 2. Touchdown für Gibson. Okay, ein Drive brauchen wir noch. Mit einem Touchdown für Gibson. Dann haben wir das geschafft. McLaurin, weiß ich gar nicht, ob er schon 5 Receptions hat. Aber ihm würde ich gerne auch noch 1 oder 2 mindestens geben. Wir müssen jetzt mit der Defense einmal ganz schnell standhalten. Oder die halt einfach scoren lassen, sodass wir den Ball wieder bekommen. Das ist dann halt unrealistisch so. Aber ganz ehrlich, bei einer Breakout-Player-Dings, ne, wenn man die Chance hat für ein Breakout-Ding, dann muss man eigentlich auch mal
irgendwie ein bisschen darauf sweaten, so, sage ich euch ehrlich. Nice, Alter, McLaurin hat jetzt schon 5 Receptions, geil, also darum müssen wir uns nicht kümmern. Gibson hat 35 Receiving Yards und 69 Rushing Yards, also 105 insgesamt. Das heißt, wenn wir mit ihm noch 45 Yards machen, egal ob Receiving oder Rushing, oder noch einen Touchdown, dann haben wir das auch geschafft, Alter. So, wir gehen all in, alles blitzen, Man Coverage, die Beast nah rangeholt. Wir müssen jetzt absolut aggressiv spielen. Oh, hol doch den Pick, Digga, come on! Das war sogar William Jackson. Okay, wir machen das gleiche nochmal. Boom, Junge! Easy peasy lemon squeezy, Alter, let's go! Und nochmal, alles blitzen, alle die Bees nah ran. Dies, das, Ananas. Nein, das gibt's nicht. Okay, ich lasse ihn in Touchdown rennen, sage ich euch, wie es ist. Ich lasse ihn in Touchdown rennen, Digga. Dann kriegen wir wenigstens den Ball. Weil das wäre jetzt sonst dumm gewesen, ihn irgendwo da hinten zu tackeln. Das hätte so viel Zeit erst alles gekostet. Da gebe ich ihm lieber den Touchdown und mache dafür jetzt gleich noch einen letzten geilen Drive, wo ich die Ziele erreiche. Werden sie jetzt einen Onside-Kick machen? Könnte ich mir gut vorstellen. Nee, sie machen einen normalen Kickoff. Okay, krass. Okay, Leute, wir fangen an mit einem Screen-Pass auf Gibson. Das ist maximal zu. Nicht gut. Alter, was machen die denn, Digga? Die gehen in die Prevent-Formation. Okay, dann machen wir jetzt auf jeden Fall den Screen-Pass hier. Gib mir einen Block. Dankeschön. Nice. Okay, let's go. Das waren 10 Yards für Gibson, Alter. Wir brauchen noch 35. 35 Yards mit Gibson, dann haben wir das Ziel erreicht. Vor allem müssen wir hier jetzt aber erstmal einen First Down bekommen, Alter. Also, komm schon auf uns. Ja. Ja, Mann, Junge, besser hätte es nicht sein können. Die nehmen ihre nächste Timeout perfekt, Alter. Wir müssen uns nicht mal um die Zeit kümmern. Thomas kommt als Vorblocker. Da war gar nichts, Digga. Die nehmen ihre nächste Timeout. Wir müssen diese Yards noch bekommen, ne? Wir müssen die Yards noch bekommen, Alter. Ah, es waren immerhin nochmal 5. Gehen no huddle. Let's go, come on, 3. und 6. Sehr, sehr wichtig, Alter. Ja, Junge, let's go. First down haben wir. Wir nehmen eine Timeout. Let's go. So, ich gucke jetzt nochmal kurz nach, wie viele Yards brauchen wir noch mit Gibson. So, wir haben 80 Yards Rushing und 46 Yards Receiving, also haben wir 126. Wir brauchen noch 24 Yards. 24 Yards in 1 Minute 20. Das müsste auf jeden Fall machbar sein, wenn jetzt nicht jeder Lauf hier Tackle for Loss ist, Alter. Ja, die wollen natürlich, dass wir jetzt schon abknien und so, aber das geht halt gar nicht. Komm schon. Ja, Junge, yes! Yes, Digga! Bro, und der dritte Touchdown noch oben drauf, Alter. Let's go! Alter, besser hätte es nicht laufen können. 53 Yards Touchdown, Alter. Let's go, Digga! 3 Touchdowns für Gibson, 115 Yards insgesamt. Easy geknackt. McLaurin die 5 Receptions. Wir haben 2 von 3 Sacks bekommen. Also, vielleicht kriegen wir es noch einen. Ich meine, die Rams kriegen nochmal den Ball. Wenn wir den dritten Sack noch kriegen, Alter, dann ist das hier die perfekte Märchengeschichte. Das war so mega knapp, Digga. Come on. Fast hatten wir den dritten Sack. Mann, schon wieder so knapp, Digga. Das gibt's nicht. Ja, der Sack ist da. Let's go, Digga. Let's go. Jedes Ziel erreicht in diesem Spiel. Digga, let's go. Noch ein Sack, Alter. Let's go, Digga. Wir zerstören die gerade. Eine Flagge ist auf dem Spielfeld. Holding gegen die Offense hoffentlich. Jawohl! Das declinen wir aber und nehmen lieber den Sack. Komm, gib mir noch einen. Oh, starker Catch. Wir geben denen hier eine Timeout. Vielleicht kriegen sie ja noch was. Wir probieren natürlich noch einmal fett zu sacken. Ist klar, ne? Come on. Boom, Junge, Jamin Davis mit noch einem Sack, Alter. 2 Sacks, 5 Tackles für Jamin Davis und ein Pick 6. Bro, Defensive MVP, Junge, let's go. Das war ein unglaublich krankes Spiel. Es hat definitiv geholfen, auf All-Pro runterzuschalten. Das hat mir richtig Bock gemacht, Digga. Es war trotzdem spannend, es war trotzdem schwierig. Es war nicht viel zu einfach oder so. Das ist halt sehr nice. Und ich glaube, so können wir weitermachen, Alter. Ich bin sehr gespannt gleich, was wir für Belohnungen bekommen werden. Boah, Digga, Alter.
Es war aber auch echt anstrengend, muss ich euch sagen, ja. Also heute dieses Video hier zu machen. Puh. Danach werde ich mich auf jeden Fall erstmal wieder hinlegen und ausruhen. Frustrated Receiver. Mal sehen, was er zu sagen hat. You know I was hoping to have a bigger game, but hey, we won. And at least you got the quarterback throwing in my direction again, right? Seriously, man. Thanks for giving me a shot this week. I appreciate it. Let's go! 2000 XP für McLaurin und 20 Moral für den Receiver. Alter Schwede, let's go. Players only meeting von William Jackson. Finally, the losing streak is over. Looks like the players only meeting paid off. The defense has its swagger back, you know? Hopefully this means we're rolling now on to the next one. Yes, sir! William Jacksons legacy has grown by 100. Juckt mich eigentlich gar nicht. 200 XP für die gesamte Defense. Geil. Sehr, sehr geil. Geile Nummer. So, message about breakout player. You see Antonio Gibson, I didn't know he had that type of talent. We asked him to carry the offense this week and he delivered. Guy's an absolute stud. Yes, sir. Antonio Gibson now has a superstar development trait. Progress is faster than before and can use superstar abilities. Nicer Scheiß. 8000 XP für unseren Running Back, Junge. Let's go. Das sind doch mal ein paar richtig geile Belohnungen, Alter. Wir advancen mal in die nächste Woche, gucken, wie unsere Rivalen gespielt haben. Cowboys, Giants und Eagles. Das wird jetzt eine spannende Nummer. Haben die auch gewonnen? Haben sie verloren? Konnten wir uns mit dem Sieg vielleicht wieder ein bisschen hochkämpfen? Wir haben schon wieder eine Breakout-Player-Message für Jamin Davis. Diesmal ist klar, nach so einem kranken Spiel, was er letztes Mal hatte. Gucken wir erstmal rein. Okay, Eagles haben auch gewonnen. Cowboys sind 4-1. Das ist krass, Digga. Die ziehen gerade richtig davon. Giants sind 1-4. Wir sind immerhin zweiter Platz in der Division. Spielen als nächstes gegen die Giants, die schlechtesten in der Division. Und danach gegen die Cowboys, die besten in der Division. Das wird super spannend die nächsten beiden Wochen. View Weekly Awards, da können wir noch einmal kurz reingucken. Antonio Gibson NFC Offense und Jamin Davis NFC Defense. Also ich meine, geiler geht's nicht, Digga. Geiler geht's nicht. Sage ich euch, wie es ist. Ansonsten haben wir jetzt hier schon Upgrade Players, obwohl wir das Weekly Training natürlich noch nicht gemacht haben. X-Factor, Breakout Player. Es wird sehr spannend nächste Woche, Alter. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn die nächste Folge am Start ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Abonniert natürlich, falls ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, Leute, haut rein, bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Eric.